Dass der September irgendwo noch ein kleiner Sommermonat ist, hat man gemerkt, dass noch nicht ganz so viele Spiele in den letzten 4 Wochen erschienen sind. Bis heute, das ist der 30. September, sind es genau 9 Spiele, die für Stadia neu erschienen sind. Wohlgemerkt, alle in den ersten 15 Tagen. Also, was da komisch war, das weiß ich noch nicht. Aber welche Spiele das waren, das zeige ich euch jetzt in dem Games Update für September. Und damit herzlich willkommen hier auf meinem Kanal State of Stadia. Viel Spaß! Endlich, endlich, endlich erschien Ark Survival Evolved für Stadia. Bereits lange angekündigt, dann in den Sommer hinein verschoben, wurde das Spiel nun am 1. September als Stadia Pro-Titel veröffentlicht und steht für alle Nicht-Abonnenten für 29,99 € zur Verfügung. Doch trotz Integration von Crossplay mit PC-Spielern währte die Freude über das Survival-Spiel für Stadia-Nutzer nur kurz, denn schon bald stellte man den eher sehr schwachen Port des Games fest, welcher mit vielen grafischen Problemen um die Ecke kam. Zwar hat Entwickler Studio Wildcard knapp 2 Wochen später einen ersten Patch nachgeschoben, der das Spiel dann ein wenig ansehnlicher machte, dafür gehen nun teilweise die FPS richtig in den Keller. Nach wie vor könnt ihr das Spiel dennoch grafisch aufhübschen, indem ihr die spielinterne Konsole startet und dann spezielle Kommandos eintippt. Bei Interesse, ich blende euch oben rechts das Video von Chigi Boink mal ein, in dem er alle Tricks und Kniffe dazu aufzeigt und erklärt. Übrigens, Ark hat einen Metascore von 69 Punkten für die PS4-Version und ja, laut Ark-Spielern gibt es auch auf den anderen Plattformen eine Menge Probleme mit dem Game. Ebenfalls am 1.9. und ebenfalls im Pro-Abo erschien der 2. Teil von Darksiders in der Definitive Edition für Stadia. In dem Actionspiel mit Rollenspielelementen schlüpft ihr dieses Mal in die Rolle von Toad, einem der 4 apokalyptischen Reiter, und müsst halt herausbekommen, warum der Reiter namens Krieg, den man im ersten Teil gespielt hatte, in Gefangenschaft gekommen ist. Falls ihr euch fragt, was denn bitte eine Definitive Edition ist. In dieser bekommt ihr nicht nur das Basisspiel, sondern auch alle bisher erschienenen DLCs und halt grafische Verbesserungen. Für Nicht-Pro-Abonnenten kostet das Game derzeit 19,99 € und hat 72 Punkte für die PS4-Version auf Metacritic.com. Ich habe vorher noch nie davon gehört, anders als viele US-Creator, die sich wie wahnsinnig auf das Spiel gefreut haben. Katamari Damacy Reroll. What? Noch wilder und verrückter als der Name ist der Trailer zu dem Game. Ich glaube, den sollte man sich nicht in einem berauschenden Zustand anschauen. Kurz mein Versuch zur Erklärung, um was es da eigentlich geht. Ihr müsst Zeug aufsammeln und zusammenrollen. Ja. Und dann könnt ihr damit punkten und ja. Und die Eigenbezeichnung des Genres ist im Übrigen Roll-Em-Up-Spiel. Ja, falls jemand von euch Zuschauern das Game wirklich gezockt hat, schreibt mir doch mal bitte, ob es wirklich so abgedreht und bunt wie der Trailer ist und ob es vor allem Spaß macht, weil das ist ja das, auf was es ankommt. Das Spiel erschien am 7. September für 19,99 € im Stadia Store, ist ein Remaster und hat einen Metascore von 82 Punkten für die PS4-Version. Darkwood ist das Survival-Horror-Spiel der Acid Wizard Studios und wird aus der Vogelperspektive gespielt, hat einen Tag-Nacht-Rhythmus und ihr könnt natürlich die Open World erkunden. Das solltet ihr lieber tagsüber machen, dann auch Materialien sammeln, Waffen herstellen und Geheimnisse erkunden, denn in der Nacht solltet ihr lieber einen Unterschlupf aufsuchen, die Türen verrammeln, Fallen aufstellen und euch verteidigen. Für Stadia erschien das Spiel am 7. September für 13,99 € und kommt auf einen Metascore von 80 Punkten, ebenfalls für die PS4-Version. Life is Strange True Colors wurde heiß erwartet und auch direkt viel in der Presse gelobt. Im 3. Teil der beliebten Adventure-Reihe verschlägt es euch dieses Mal in die Rolle von Alex Chan in das malerische Städtchen Haven Springs, in dem ihr eine Murder-Mystery-Geschichte verwickelt werdet. Ihr könnt euch also auf eine packende Story mit interessanten Charakteren und vielen emotional passenden Musikstücken freuen, welche die Szenen passend natürlich dann untermalen. Denn als Alex Chan
habt ja übernatürliche Fähigkeiten und könnt unter anderem die Emotionen von anderen Personen manipulieren. Das Game erschien am 10. September für 59,99 € und konnte einen klasse Metascore von 84 Punkten einheimsen. Es gibt eine neue Demo für Stadia. Seit dem 14.09. steht FromSpace für alle Nutzer von Stadia kostenfrei zur Verfügung. Oder noch deutlicher gesagt, die Multiplayer-Demo von FromSpace kann von jedem mit Gmail-Konto ohne einen einzigen Cent auszugeben gespielt werden. Und um was geht es? Im Action-RPG, der Macher von It Came From Space and Ate Our Brains, müsst ihr im Online-Koop-Modus die Erde von den gehirnfressenden Aliens befreien. Grafisch sehr gut und atmosphärisch sowie soundtechnisch exzellent umgesetzt, freue ich mich sehr auf einen baldigen, ausführlichen Test. Denn in meinem ersten Versuch konnte ich leider keine Einladungen von Mitspielern annehmen und diese leider auch nicht von mir. Da muss ich einfach nochmal ran. Ach so, das Spiel der Triangle Studios soll im ersten Quartal 2022 dann fertig sein und natürlich auch veröffentlicht werden. Assassin's Creed Black Flag. Das ist zwar Teil 4 der Assassin's Creed Reihe insgesamt, aber auf Stadia der derzeit neueste spielbare Teil. Für den Normalpreis von 14,99 € oder im Pro-Angebot für nur 9,99 € ist das Spiel am 14. September erschienen. Ihr spielt den Piraten Edward Kenway im Jahr 1715 in der Karibik und erlebt sämtliche Facetten von Korruption, Gier und Grausamkeit in der damaligen Piratenzeit. Für viele Spieler immer noch eines der besten Assassin's Creed Teile hat das Spiel einen Metascore von 83 Punkten für die PS4 Version. Und nachdem es zu Beginn noch nicht dem Ubisoft Plus Abo zugehörig war, wurde das nun seitens Ubisoft gefixt, sodass ihr als Abonnent von Ubisoft Plus direkt in das Spiel abtauchen könnt. Diese berühmten Stadia Shadow Drops. Aus dem Nichts wird ein Spiel im Store gedroppt. Erst im Laufe des Tages gibt es dann eine News oder einen Social Media Post von Stadia dazu. So geschehen auch wieder mit Darksiders 3, welches am 14. September im Stadia Store auftauchte. Für 39,99 € könnt ihr dieses Mal als Fury auf die Erde zurückkehren, welche zu den Reitern der Apokalypse gehört. Das Ziel dieses Mal, die Wiederherstellung des Gleichgewichts auf der Erde. Das Spiel erschien ursprünglich im Jahr 2018, hat aber nur einen mäßigen Metascore von 64 Punkten. Das Spiel Merrick's Market als Teil des Stadia Makers Programm wurde ebenfalls am 14. September für diesmal 17,99 € veröffentlicht. Bevor ich euch nochmal erzähle, was das für ein Spiel ist, ich habe dazu bereits ein kleines First Look Video gemacht. Ich blende auch das mal oben rechts ein. Nur ganz kurz, es ist ein Mittelalter Crafting Handel mit Spaß Spiel. Leider hat das Spiel aber noch keinen einzigen Metascore für irgendeine Plattform zu verzeichnen. Daher kann ich euch dazu leider momentan keinen nennen. Ja, im September habe ich genau zwei Spiele aus diesem Portfolio mal angezockt. Das war Merrick's Market und auch dann FromSpace, was ziemlich gut Spaß gemacht hat. Allerdings konnte ich nie mich mit anderen Spielern joinen. Das war so ein kleiner Bug da. Es hat einfach nicht funktioniert. Muss ich nochmal testen. Aber das Highlight ganz klar im September ist Life is Strange True Colors. Ein richtig gutes, super tolles Spiel. Sehr atmosphärisch, sehr dicht. Heiß erwartete Story und auch viel gelobte Story bisher. Was habt ihr im September denn alles durchgezockt? Wart ihr die Arc-Süchtigen oder seid ihr aufgrund der Grafikprobleme einfach so abgestumpft bzw. enttäuscht, muss ich ja eher sagen, dass ihr das Ganze dann doch nicht gespielt habt? Verratet es mir in den Kommentaren und dann danke ich euch natürlich immer wieder fürs Zuschauen. Viele liebe Grüße an euch da draußen, Zwieback, und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, ciao!